Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem niegelnagelneuen Format Let's Play Was Neues. Es ist was völlig Neues. Ich spiele ein neues Spiel, Blind. Kennt man ja noch gar nicht, das jetzt. Das ist was völlig anderes. Also im Grunde fange ich an zu spielen und ihr guckt zu, was ich hier von mir gebe und laber. Kennt noch keiner, natürlich. Spaß beiseite. Was wirklich neu ist diesmal, ist, dass ich alleine rede. Das heißt, ich spiele alleine und ich habe keine Unterstützung, sagen wir mal. Der Chris ist diesmal nicht dabei. Das heißt, ich sorge dafür, euch alleine zu unterhalten. Ich hoffe, ich werde das schaffen. Ich werde mir auf jeden Fall große Mühe geben. Einen kleinen Punkt vorweg. Das Spiel Bioshock Infinite ist ab 18. Das heißt, wenn du noch nicht 18 bist oder du gewaltverherrlichende Spiele nicht so gut abkannst, dann solltest du jetzt vielleicht abschalten. Aber falls du doch so ein krasser Typ bist und deine Eltern erlauben dir das, oder du bist sogar schon 18, dann darfst du natürlich weiterschauen, denn im Nachhinein bist du ja selbst schon. So, genug von der Moralpredigt, denn wir wollen ja anfangen. Wie ihr sicherlich schon kennt oder erkennen könnt, ich spiele das Game jetzt auf Englisch. Das liegt einfach daran, ich mag die englische Synchro viel lieber. Die ist einfach authentischer und macht einfach viel mehr Spaß. Dieses deutsche Lokalisierungskrams und so, das ist einfach nicht mein Ding. Ich habe die Untertitel eingebaut, die sind zwar auch auf Englisch, aber ich versuche dann so ein bisschen danach zu reden, was dann passiert ist und so weiter, falls es jetzt wirklich so schwer ist nachzuvollziehen. Ansonsten beginnen wir doch einfach mal. So, neues Spiel. Ich habe ja die ersten beiden Bioshocks schon gespielt und ich habe gelernt, dass die nicht besonders schwer sind. Und ich denke mal, das wird hier auch nicht anders sein. Deswegen beginnen wir einfach mal mit der schweren Schwierigkeit. Dann schauen wir doch mal, was hier abgeht. Afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? Burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. We've arrived. Tja, gerade angekommen, schon die He's erste Ehekrise. He will, eventually. I suppose he does. Gut, dann wollen wir mal raus hier. Shall we tell him when we'll be returning? Would that change anything? It might give him some comfort. Well, at least that's something we can agree on. Hey! Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Well, maybe there's someone inside. Ja, der obligatorische Anfang von Bioshock wieder mal vorm Leuchtturm. Sieht jetzt ein bisschen stabiler aus, würde ich mal sagen. Hier haben wir noch, was haben wir hier? Auch noch ein Boot, falls wir noch wieder abhauen wollen. Aber ich denke mal, das wird uns nicht viel bringen.
Dann gehen wir doch mal rein. Was haben wir denn hier? Wir sollen das Mädchen bringen und unsere Schuld damit auslöschen. Unsere letzte Chance. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? So, unsere Sünden sollen wir wegwaschen. Good luck with that, pal. Was haben wir denn noch so hier? Nichts Interessantes. From Sodom. Is anyone here? Hello? So, sollen die Container mal untersuchen, beziehungsweise die Begebenheiten hier. So, irgendjemand muss gestoppt werden. Radio können wir nichts machen. Oh. Ja, ist wohl was passiert. Shit. Enttäusche uns nicht. Oh, ein bisschen Geld kriegen wir, das ist doch wunderbar. Können wir bestimmt gut gebrauchen, wenn wir unsere erste Knarre upgraden. Ah, oh, was haben wir denn hier? Oh, ne. Gott, wie heißt denn das jetzt noch? Ich glaube, das ist ein Pfirsich. Nee, Quatsch, Pfirsich. Birne. Mein Gott. Obst ist nicht so meine Stärke. Braucht heutzutage auch keiner. Gut, sieht aus wie die Spitze des Leuchtturms. Mal sehen, was passiert. Wait a minute, that card. Na gut. Das erste Rätsel. Sieht gut aus, hab ich geschafft. Wahnsinn. Erste Frage. Wer würde von uns sich da jetzt wirklich reinsetzen? Also ich würde es nicht tun. Aber das Spiel hat natürlich vor, dass wir es trotzdem tun, deswegen... Here goes nothing. No, no, God damn it! Attention! Attention in the count of five. Count of four. No, no, no. Three. Two. One. Attention! Attention! Just stay calm. 5,000 feet. 10,000 feet.
15,000 feet. Hallelujah. Hallelujah. Unser erstes Achievement, wir haben es geschafft, einfach mal hinzufliegen. Das sind wieder diese typischen Sätze mit, ja, neuer Bereich, Schutz vor irgendwas und Rettung vor der Menschheit und hier ist alles super. Kennt man ja schon alles. Der Prophet soll die Leute zum neuen Eden schicken. Der Herrscher soll uns alle bla bla. So, wir sollen auf jeden Fall in die Stadt. So aussieht, sind wir irgendwie. Was ist denn das hier überhaupt? Eine Art Tempel oder so, das ein bisschen überflutet ist. Die Saat des Propheten. Das Willkommenscenter. Ja. Sollte mal geputzt werden hier. Also wenn jeder, der hier reinkommt, jedes Mal nasse Füße kriegt, das ist doch scheiße. So, das Lamm. Die Zukunft unserer Stadt. Und wir haben wieder ein bisschen Geld. Wir machen das für Spenden. Wir nehmen es einfach mit, denn wir sind der fiese Typ, der mal alles klaut. Das machen wir gerne. Ah, hier ist noch ein Weg. Ja. Das wird noch mal ein bisschen die Steuerung hier. Typischen Bewegungen. Oh, schöne Musik. Oh, da steht jemand. Where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Best keep such questions to myself, unless I want to get made. Mann, da geht's runter, aber ich will schauen nochmal auf die andere Seite. Was haben wir denn hier? Ja. Die hat auf jeden Fall die Saat des Propheten auf sich genommen. Vielleicht die Mutter von der Frau, die wir suchen sollen und wieder mitnehmen sollen. Denn das ist ja unsere Aufgabe. Wir reisen hier, um ein bestimmtes Mädchen abzuholen und von dieser Stadt wieder zurückzubringen. Und man kennt das ja, sicher bestimmt ist es die Tochter von dem Propheten. Ach, da liegt noch eins. Ist hier noch was? Ah, wir haben sie Geld. Voxphone, das erste Voxphone. Love the
prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Na gut. Es geht um Sünden und Vergeben und so weiter. Ich muss mal gucken, ob es noch eine Möglichkeit gibt, für die Audiologs auch noch Untertitel zu nehmen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich gleich mal schauen. Das wäre nämlich gar nicht so schlecht. Aber wir gehen erstmal hier runter. And every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knee and not railed against the Sodom beneath us, it would have been enough. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our lord? I just need passage into the city. Passage to the city? Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Jetzt wissen wir auch, warum das Wasser hier ist. Das soll uns reinigen vor den Sünden. Ich glaube, ich soll nach vorne gehen. Schauen wir mal. Come and be cleansed. Halleluja! Na gut. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. Na super. Eine neue Taufe. Brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Ich glaube, er hat Spaß daran. Es ist schon mal so, reinigt man einen nicht. Bring us the curl and wipe away the dirt. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Na, gucken wir doch mal nach. Oh. Priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. I need to find a landmark and figure out where the hell I am. Wir haben unsere Väter hier, Franklin, Washington und Jefferson. Kennen wir natürlich alle, wenn wir Geschichte aufgepasst haben. Wenn nicht, ist es glaube ich auch egal. And our prophet, Father Comstock. Our prophet fills our lungs with water, so they may better love the air. Alles klar. Gut. Neben diesen Predigern beklauen wir doch mal erstmal nochmal alles hier rum. Dann haben wir noch einen Apfel. Schmeckt schon lecker. Dankeschön. Gut, ich denke mal, jetzt wo wir hier draußen sind, machen wir ganz kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns im zweiten Part wieder, wenn wir mal schauen, was denn hier draußen so abgeht. Bis gleich.